Hallo liebe Schachfreunde, heute werden wir gemeinsam fortfahren, die spannende und aufregende Schachwelt zu erkunden und um genau zu sein, eine sehr, sehr verrückte und interessante Eröffnung. Vor einiger Zeit wurde ich in den Kommentaren gefragt, ob ich ein kleines Video über die königsindische Verteidigung machen kann. Natürlich kann ich das und daher zeige ich dir in diesem Video ganz schnell, wie die königsindische Verteidigung funktioniert. Ich werde dir die Hauptvariante zeigen, plus auch einige Nebenvarianten und dir auch erklären ein wenig über die Geschichte dieser sehr interessanten Eröffnung. Abonniert also gerne diesen YouTube-Kanal Schachromat und aktiviert die Ankündigungsglocke, damit ihr nichts Neues mehr auf diesem YouTube-Kanal verpasst. Vielen Dank! Die königsindische Verteidigung erfolgt also nach Bauer D4 und Springer F6, die indische Verteidigung gefolgt von Bauer C4 und Bauer G6 mit dem Haupt- oder auch den Schlüsselzügen der königsindischen Verteidigung. Diese Variante der indischen Verteidigung ist also eine hypermoderne Herangehensweise an das Spiel, bei der Schwarz seinem Gegner die Kontrolle über das Zentrum des Schachbretts hier mit den Bauern überlässt, mit der Idee, diese dann anschließend hier im Zentrum des Schachbretts anzugreifen und herauszufordern. Hier geht das Spiel also nun mit Springer C3 und dem Fianchetto des schwarzen Läufers hier auf G7 fort, woraufhin Weiß dann auch noch Bauer E4 spielt und Schwarz mit Bauer D6 antwortet. Das ist also sozusagen das Hauptsetup der königsindischen Verteidigung. Und nun können wir unterscheiden zwischen der klassischen Fortsetzungsvariante und der weiteren Nebenvarianten. Wie zum Beispiel die sämische Variante nach Bauer F3 oder auch der brutale und aggressive Vier-Bauer-Angriff nach Bauer F4, wo wir hier wirklich vier Bauern haben auf der vierten Reihe des Schachbretts, auf C4, D4, E4 und auch noch auf F4, die alle bereit sind, im Zentrum des Schachbretts eine riesige Schlacht gegen seinen Gegner einzugehen. Oder auch die Averbach-Variante nach Läufer E2, der kurze Rochade von Schwarz, gefolgt von der Entwicklung unseres zweiten Läufers, und zwar unseres Damenläufers, hier auf G5, wie ihr es nun sehen könnt. Doch in diesem Video würde ich lieber auf die klassische Variante, der Hauptvariante der königsindischen Verteidigung eingehen, die ich euch jetzt nun zeigen werde. Die klassische Variante der Hauptlinie der indischen Verteidigung, oder auch eher gesagt der königsindischen Verteidigung, erfolgt nach Springer F3 von Weiß, gefolgt von erst einmal der kurzen Rochade von Schwarz, woraufhin wir nun Läufer E2 spielen und Schwarz mit Bauer E5, wie ihr es nun hier auf dem Schachbrett sehen könnt, antwortet. Die Hauptvariante der klassischen Variante, auch Mar de Plata Variante genannt, kann nun hier fortgesetzt werden, indem Weiß erst einmal die kurze Rochade spielt, woraufhin Schwarz nun seinen Springer auf C6 entwickelt. Wir greifen diesen Springer mit Bauer D5 an und dieser flieht nun auf E7, woraufhin wir einen Aufbau auf dem Schachbrett haben, der genau so sehr, sehr interessant aussieht. Normalerweise wird hier Weiß versuchen, auf dem Damenflügel des Schachbretts, also auf dieser Seite des Schachbretts, anzugreifen, indem sie erst einmal den Bauernvorstoß mit Bauer von C4 auf C5 vorbereiten. Im Gegensatz dazu wird Schwarz genau versuchen, auf der anderen Seite, also auf dem Königsflügel des Schachbretts anzugreifen, indem sie hier erst einmal versuchen werden, diesen Springer von F6 auf D7 rüberzukriegen. Also sehen wir hier, dass Weiß und Schwarz auf zwei verschiedenen Flügeln des Schachbretts in dieser Mar de Plata Variante der königsindischen Verteidigung versuchen, den gegnerischen Spieler anzugreifen. In dieser Stellung könnte Weiß auch die sehr interessante Abtauschvariante wählen, bei der wir erst einmal hier im Zentrum des Schachbretts wie folgt Bauern abtauschen, dann anschließend auch noch unsere Damen abtauschen, indem Weiß erst einmal die schwarze Dame auf D8 rausnimmt und diese dann anschließend von dem gegnerischen Turm wieder zurück rausgenommen wird. Mit der Wahl dieser Variante, also der Abtauschvariante in der königsindischen Verteidigung, entscheidet sich Weiß also in dieser relativ ruhigen Stellung des folgenden Mittelspiels auf einen kleinen und sicheren Vorteil zu spielen. Eine weitere interessante Fortsetzung nach der klassischen Variante wäre auch in dieser Position Bauer D5, die sogenannte Petrosian-Variante. Benannt nach dem Schachweltmeister Tigran Petrosian, den Namen könnt ihr nun hier eingeblendet sehen. In dieser Variante sind die Ideen für beide Seiten, also für Weiß als auch für Schwarz, in den meisten Fällen ziemlich genau wie auch in der Hauptvariante.
Doch bevor dieses Video endet, möchte ich hier noch ganz kurz ein wenig über die Geschichte dieser sehr interessanten Eröffnung, und zwar der königsindischen Verteidigung, erzählen. Die früheste bekannte Verwendung des Begriffs indische Verteidigung führt uns zurück ins Jahr 1884. Bis Mitte der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts, galt diese Entwicklungsstrategie, also die königsindische Verteidigung, als höchst verdächtig. Aber als die Analyse und das Spiel von sehr vielen starken sowjetischen Schachspielern dazu beitrugen, dass die Verteidigung viel angesehener und populärer wurde, wurde sie halt, wie gesagt, einfach populärer und wurde öfter dann auch im 20. Jahrhundert gespielt. In den frühen 2000er Jahren litt die Popularität dieser Eröffnung ein wenig, nachdem Wladimir Kramnik während seiner Schachweltmeisterschaft gegen Kasparov sehr, sehr gut gegen sie zu spielen begann. Aber doch auch heute wird die indische Verteidigung sehr, sehr viel von berühmten und starken Schachspielern gespielt, aber sie gilt auch im Anfängerniveau und auch bei schachfortgeschrittenen Spielern als ziemlich solide Eröffnung. Und das war's nun auch schon mit diesem Video. Lasst gerne ein Abo da, abonniert meinen YouTube-Kanal Schachromat, lasst ein Like da und schreibt gerne unten in die Kommentare rein, über welche weiteren Schachthemen ihr gerne ein brandneues Video auf diesem Kanal Schachromat haben möchtet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.